Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play Die Zwerge. Und ich wünsche euch eine frohe Weihnacht. Es ist der erste Weihnachtstag. Ja, was soll man machen? Die Let's Plays kommen trotzdem raus. Ich bin gerade am Feiern mit meinen Eltern und mit meiner Frau und Kind. Aber ich hab ja schon für euch vorproduziert, dass keine Folgen ausfallen. Und ich dachte, wir starten einfach mal die große Reise von Dunedin. Wir haben in der letzten Folge Grünhain wieder sicher gemacht, alles getötet, was da nicht hingehört. Eine Elfin hat uns gesagt, die Alben sind unterwegs, das hört sich nicht gut an, aber wir müssen jetzt unsere Aufgabe erstmal erfüllen und den Famulus warnen. Oh, mal gucken. Jeden Abend, seit ihr Grünhain verlassen habt, hast du dir Gorens Bücher angeschaut und versucht, ihnen ihr Wissen zu entlocken. Doch nun musst du dir eingestehen, dass du sie nicht entziffern kannst. Sie sind in der Gelehrtenschrift für hohe Magi verfasst. Und diese hat Lord Ionan dir nie beigebracht. Dennoch bist du dir sicher, dass die Bücher wichtig sind. Warum sonst sollte Goren sie Turgur, dem Schönen, zukommen lassen wollen? Mit einem Seufzen verstaust du die Bücher. Dabei fällt dein Blick auf den Beutel, den Lord Ionan dir mitgegeben hat. Hat Goren Lord Ionan um die Rückgabe der magischen Artefakte im Beutel gebeten? Wenn ja, könnten sie... Du nimmst den Beutel und betrachtest ihn. Lord Ionan hat mir verboten, den Beutel zu öffnen. Ach, wir lassen den Beutel lieber in Ruhe, oder? Ja. Lord Ionan hat dir mit dem Beutel vertraut. Das Vertrauen willst du nicht enttäuschen. Dein Blick verharrt zwar noch einen Moment, aber dann verschließt du den Rucksack und packst ihn weg. Doch deine Neugier ist nicht so leicht zu bändigen und hält dich in der Nacht wach. So, was ist ein Zwergenhändler, glaube ich, ne? Wie in den Nächten zuvor plagt dich das Bild der Elbin, die in Grünhain an den Baum genagelt wurde. Du fährst aus dem Schlaf hoch und blickst dich um. Die Nacht ist ungewöhnlich dunkel. Trotz deiner guten Zwergenaugen kannst du Boendal, der Wache hat und nur einige Schritte von dir entfernt steht, nur als Umriss wahrnehmen. Du willst dich wieder hinlegen, doch plötzlich fühlst du etwas Kaltes an deinem Hals. Neben dir schiebt sich das blasse Gesicht eines Alps in deinen Blickwinkel. Guten Abend. Ich fürchte, wir haben einander in Grünhain verpasst, so dass es meine Gefährtin allein mit euch aufnehmen musste. Oh, eine Albin. Ein Alp. Du überlegst, was du tun kannst, aber noch bevor du eine Entscheidung getroffen hast, wird der Dolch fester an deinen Hals gedrückt und du fühlst eine zweite Klinge in deinem Rücken. Na, 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 ruhig. Ich werde dich nicht töten, noch nicht. Weißt du, was ich stattdessen tun werde? Du suchst fieberhaft nach einer Antwort, aber du kannst dir nicht einmal vorstellen, wie ein Alp denkt. Ich werde alle töten, die dir etwas bedeuten. Ich werde dein Leben zerstören und du wirst in der Hoffnungslosigkeit versinken, Unterirdischer. Dein Verderben heißt Sintoras. Du spannst deine Muskeln an, um dich zu wehren. Doch plötzlich merkst du, dass die Klinge von deiner Kehle verschwunden ist. Du siehst dich verwundert um. Der Alp ist nirgends zu sehen. Du blickst zu Boendal hinüber, der im hellen Mondlicht jetzt gut zu erkennen ist. Neben dir schmatzt Boendil im Schlaf. Du fasst an deinen Hals und als du nichts fühlen kannst, atmest du erleichtert aus. Nur ein Albtraum. Nur ein Albtraum. Das sagst du dir zumindest, doch den Rest der Nacht tust du kein Auge zu. Ob das ein Albtraum sei, ich glaube nicht. Leute, was stimmt denn nicht mit diesem Alp? Will er uns alle töten, die wir lieben? Was ist denn los mit dem? Erneut packt Boindil seinen Zwergenkäse aus und garrt ihn über dem Feuer. Als er dir ein Stück reicht, nimmst du es an. Wusste ich doch, dass wir aus dir noch einen Zwerg machen können. Du kaust auf dem Käse herum, um nicht antworten zu müssen. Der Geschmack ist doch besser, als du anfangs gedacht hast. Ihr erreicht ein kleines, geschäftiges Dorf. Überall herrscht emsiges Treiben. Nur eines fehlt. Der alles durchdringende Klang von Metall auf Metall, der normalerweise zu dieser Tageszeit aus der Dorfschmiede ertönen müsste. Vor der Schmiede sitzt ein mürrisch dreinblickender Mann mit seinem rechten Arm in einer Schlinge. Als er euch sieht, erhellt sich seine Miene und er springt auf die Füße. Werte Zwerge, wäret ihr daran interessiert, mir in meiner Schmiede auszuhelfen? Wenigstens für einen Tag. Der Blick des Mannes liegt zwischen Verzweiflung und Hoffnung.
Als ihr nicht sofort antwortet, setzt er nach. Ihr werdet natürlich fürstlich für eure Arbeit entlohnt. Ich kann euch 100 Goldstücke für eure Arbeit zahlen. Na komm, helf mir einfach mal. Ich helfe euch. Ich habe einige Zeit in der Schmiede gearbeitet. Dass einige Zeit in deinem Fall fast ein ganzes Menschenleben bedeutet, verschweigst du bescheiden. Wenig später stehst du in der Schmiede und begutachtest das minderwertige Werkzeug des Schmieds, während er die Esse anfeuert und alles so gut für die Arbeit vorbereitet, wie es mit einem Arm geht. Du konntest die Zwillinge nicht überreden, dir zu helfen. Als Krieger würden sie lieber auf die Jagd gehen, hatte Boindil verkündet. Aber du hältst es für wahrscheinlicher, ihn später im Gasthaus bei einem Bier anzutreffen. Dir ist es gleich. Du freust dich darauf, nach langer Zeit wieder schmieden zu können. Stunden später hast du alles um dich herum vergessen. Die Hitze der Esse, der Schweiß auf deiner erhitzten Haut, das Spiel der Flammen. Du bist in deinem Element und arbeitest wie im Rausch. Der Schmied hat die Schmiede längst mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht verlassen. Hey, ich rede mit dir. Überrascht schaust du auf. Du hast nur das Schlagen des Hammers gehört und hast nicht bemerkt, dass jemand eingetreten ist. Schaffst du das? Du kannst den Mann mittleren Alters auf Anhieb nicht leiden. Seine hellen grauen Augen mustern dich so eindringlich, als wollten sie durch deine Kleidung in dein Innerstes blicken. Der Mann deutet auf zwei Pferde. Die beiden. In einer Stunde. Was ist mit dem Pferd? Du blinzelst. Schaust mit dem Schmiedehammer in der Hand zwischen den Pferden und dem Mann hin und her und stellst dich dumm. Was ist denn mit den Pferden? Du hast erwartet, dass der Mann aufbrausen würde, aber dass er dir leise und sehr langsam sagt, du möchtest bitte die beiden Pferde neu beschlagen, beunruhigt dich mehr, als wenn er wütend geworden wäre. Na komm, mach mal seine Pferde auch. Die beiden sollen beschlagen werden? Kleinigkeit. Der Mann wirkt nicht überzeugt, aber du machst dich routiniert an die Arbeit. Zwei weitere gerüstete Männer stehen bei den Pferden und mustern dich aus den Augenwinkeln. Mach die Männer heimlich, während sie arbeiten. Du konzentrierst dich auf die Arbeit. Das einzige Geräusch ist das melodische Schlagen des Hammers auf den Amboss. Aus dem Augenwinkel behältst du die gerüsteten Männer im Auge. Du vermutest, dass es Söldner sind. Als du gerade das dritte Hufeisen anpasst, betritt ein weiterer gerüsteter Mann die Schmiede und spricht leise mit dem Anführer der Gruppe. Er ist der Einzige hier. Der Mann nickt in deine Richtung und du konzentrierst dich schnell auf deine Arbeit. Du lässt dir nichts anmerken und bringst deine Arbeit zu Ende. Als der Anführer der Söldner dich bezahlt, hast du das Gefühl, als wolle er dich mit Blicken durchbohren. Ohne ein weiteres Wort verlassen die Männer die Schmiede. Also... Ihr seid Söldner, nehme ich an. Du willst nur etwas Konversation betreiben, doch der Mann schaut dich nur ungläubig an, als hätte er nicht erwartet, dass Zwerge sprechen können. So etwas Ähnliches. Viel zu tun? Und wisst ihr etwas über die Ork-Armeen aus dem Süden? Wir können nicht klagen. Der Tonfall des Mannes macht dir klar, dass er das Gespräch mit diesen Worten für beendet hält. Schweigend verrichtest du deine Arbeit. Als der Anführer der Söldner dich bezahlt, hast du das Gefühl, als würde er dich mit seinem Blick durchbohren wollen. Ohne ein weiteres Wort verlassen die Männer die Schmiede. Ach, wir wollen die restliche Arbeit fertig machen. Du ignorierst die Reiter und konzentrierst dich auf deine Arbeit. Als du später den Zwillingen von deinen Besuchern erzählen willst, wissen sie genau, von wem du redest. Sie sind ihnen auf der Rückkehr von der Jagd begegnet. Ihr verbringt die Nacht im Haus des Schmieds und zieht am nächsten Morgen mit der verdienten Belohnung weiter. So, dann ziehen wir direkt mal weiter. Also auch mal ein bisschen Strecke schaffen. So, wo müssen wir denn hin? Ach, hier können wir gar nicht lang. Mist. Müssen wir doch hier lang? Hier lang. Wo müssen wir eigentlich hin? Da unten. Zack, gehen wir hier lang. Hufanger erholt sich von der Schlacht, die kürzlich hier stattgefunden hat. Die Leichen der Grünhäuter werden auf dutzenden Scheiterhaufen verbrannt. Einige Gebäude wurden beim Kampf beschädigt, doch Reparaturen sind bereits in vollem Gange. Ihr hört einige der Dörfler über den Angriff sprechen. Anscheinend hat die Reiterei König Tilogorns die Stadt beschützt und die Ork-Armee vernichtet. Doch die Reiter sind bereits wieder in die Hauptstadt nach Talburg zurückgekehrt. So, das hört man... Gern. Es herrscht eine unheimliche Stille, als ihr euch Deichseldorf nähert. Auf dem Fluss ist kein einziges Fischerboot und viele der Häuser sind abgebrannte Ruinen. Die
Schweineschnauzen haben ganze Arbeit geleistet. Mögen wohl keine Fische. Boendal wirft seinem Bruder einen vorwurfsvollen Blick zu. Überall liegen Leichen herum. Doch es scheint dir, als müssten es mehr sein. Kurz hoffst du, dass einige Bewohner fliehen konnten. Doch dann denkst du daran, dass die Orks nach ihrem Sieg hungrig gewesen sein könnten, und dir dreht sich der Magen um. Boendal legt dir eine Hand auf die Schulter. Komm weiter. Für diese Menschen können wir nichts mehr tun. Aber vielleicht für andere. Genau, Leute, aber ich muss mal kurz speichern. Weil nicht, dass mir das Spiel wieder abrauscht während der Aufnahme. Deswegen muss ich ab und zu mal speichern. So, sehr schön, das können wir gleich weitermachen. So, Hälfte Strecke haben wir schon geschafft. Als ihr auf dem Hügel über Gutenauen steht, fällt euer Blick auf das, was von dem Großdorf übrig ist. Das Meer roter Ziegeldächer ist einem Wald aus abgebrannten schwarzen Gerippen gewichen. Zersplitterte Holzbretter und verbogene Eisenstangen sind alles, was von dem Tor übrig ist. Ich konnte sie nicht retten. Selbst das verstärkte Tor. Tja, die Orks sind überall, sie machen alles nieder. Das Gehöft wurde geplündert, verwüstet und teilweise in Brand gesteckt. Aber nicht jedes Gebäude ist zerstört. Du rufst nach Überlebenden, erhältst aber keine Antwort. Na komm, wir suchen mal die Familie. Ihr teilt euch auf und sucht nach Lebenszeichen in den ausgebrannten Ruinen des Gehöfts. Du nimmst dir das Hauptgebäude vor. Außer einer verkohlten Puppe findest du nichts und die Zwillinge sind auch nicht erfolgreicher. Hier gibt es kein Lebenszeichen mehr. Schweren Herzens beschließt du, dich abzuwenden, und zusammen mit den Zwillingen setzt du deinen Weg fort. Schade. Warum befindet sich der Stollen des Magus hier mitten im Nirgendwo? Und warum lebt der Herrscher von Ionandar in einem Stollen und nicht in einem Schloss? Es hat mit den magischen Feldern zu tun, die sich unter dem geborgenen Land entlang ziehen. Die 5 Zauberreiche befinden sich dort, wo die Felder am stärksten sind. Und deswegen auch der Stollen, um näher an der unterirdischen Magie zu sein? Nein, es geht eher um Sicherheit. 200 magiebegabte Schüler und eine Quelle nahezu grenzenloser magischer Energie. Der Magus dachte wohl, ein unterirdischer Stollen ist der geeignetere Übungsort als der Turm von Meister Nudin mitten in Porista. Da hat er ja recht. So, wir sind gleich da, Leute. Mal gucken, was uns erwartet jetzt. Mir gefällt das hier nicht. Hokus Pokus ist nichts Gutes. Wir Zwerge wissen das und lassen die Finger davon, wie Vrakas es wollte. Ich hoffe, du weißt das. Ich kann nicht zaubern und habe es auch nie versucht. Trotzdem, bitte tretet Lord Ionan respektvoll gegenüber. Bedenkt, dass er es war, der mich einst aufnahm und rettete. Wohlan, mich deucht die Zunge des Gelehrten, beginnt ein wenig hochmütiger zu werden und die Sätze gar merkwürdigerdings zu winden. Komm, dass wir uns dem Stollen nähern. Du kannst dir ein ertapptes Grinsen nicht verkneifen. Mit einem beschwörenden Blick auf die Zwillinge trittst du auf den Platz vor dem Stollen. Da du niemanden siehst, den du begrüßen könntest, betrittst du mit deinen Begleitern dein altes Zuhause durchs offenstehende Tor. Oh, wenn das schon offen steht, wer weiß, was da passiert ist. Bestimmt alle tot. Mann. Wir müssen gespannt sein, Leute. Wir speichern auch gleich nochmal sicherheitshalber hier drin. Wer hat denn diesen Tunnel gebaut? Mit einer Mischung aus Unglauben und Empörung mustert Boendal die bröcklige Decke. Seid leise, ich möchte Sie überraschen. Ist das ein guter Einfall? Wenn es dein Meister nun vor lauter Schreck verhext? Ich möchte keine Maus oder ein Stück Seife werden. Im Stollen ist es ungewöhnlich ruhig, aber der Duft des Abendessens steigt dir in die Nase. Du stellst dir vor, wie Frala vom großen Topf in der Küche aufblickt und dich freudig ansieht. Es gibt wohl Gesottenes und Gebratenes zum Abendessen. Komm schon! Kein Grund, sich verzaubern zu lassen. Wir bleiben hier, bis du mit deinen Spielchen fertig bist. Wer weiß, was da gebraten riecht, Leute. Dann wollen wir mal gucken, ne? Da ist doch keiner. In der brodelnden Suppe tauchen vereinzelt Fleischstückchen an der braunen Oberfläche auf, ehe sie wieder in der Flüssigkeit versinken. Der deftige Duft lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ein menschlicher Fuß? Dir dreht sich der Magen um
Und nur mit einiger Mühe kannst du gegen den Impuls ankämpfen, schreiend aus der Küche zu laufen. Oh oh. Ist das Baby noch da? Die Wiege ist leer. Dein Magen schnürt sich zusammen. Du willst es nicht wahrhaben, doch du musst wieder an die Suppe denken. Nein, das kann nicht sein. Es laut auszusprechen hilft, doch es vertreibt das ungute Gefühl nicht vollends. Dann gehen wir mal ins Büro des Markus. Was ist hier geschehen? Rede! Oh, noch einer! Wenn du auch nur an einen Zauber denkst, treibe ich dir den guten Stahl ins Hirn. Der Famulus braucht einige Lidschläge, bis er erkennt, in welcher Lage er sich unerwartet befindet. Kurz scheint er seine Möglichkeiten abzuwägen. Dann atmet er aus. Die Anspannung verlässt seinen Körper. Schon gut. Ich werde nicht zaubern. Was ist hier geschehen? Wo ist Lorena und wer bist du? Was tust du? Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Wo sind alle? Der Famulus scheint kurz mit dem Gedanken zu spielen, auf stur zu schalten. Boendal drückt ein wenig stärker auf das Ende des Krähenschnabels und die Spitze durchsticht die Haut. Blut sickert hervor. Eine Schule voller Magie vernichtet? Ohne Spuren eines Kampfes? Lüge! Die Fakten sprechen gegen seine Behauptung und du klammerst dich daran. Lord Ionans Famuli waren schon in Purista. Hier waren nur noch Anfänger. Wir hatten leichtes Spiel. Der Alp, Sintoras. Er hat darauf bestanden, beim Überfall dabei zu sein, nachdem er erfuhr, dass du hier aufgewachsen bist. Er hat die Tore geöffnet und die meisten hier getötet, bevor sie wussten, wie ihnen geschah. Vor deinem inneren Auge siehst du ein bleiches Gesicht, das sich aus der Dunkelheit schält. In Grünhain hast du gesehen, wozu Albäe fähig sind. Du schiebst den Gedanken beiseite, versuchst einen klaren Kopf zu behalten. Lord Ionan, wo ist er? Nordon hat ihn getötet. Er hat sie alle getötet, in Purista. Im geborgenen Land gibt es niemanden mehr, der es mit dem letzten Magus aufnehmen könnte. Jemand soll es mit allen 6 Magi gleichzeitig aufgenommen und sie besiegt haben? Lächerlich! 5 Magi. Mein Meister Nudin ist Nordon, der Zweifache. Der Herrscher des Toten Landes. Und bald der Herrscher über das ganze geborgene Land. Er hat die Meister getötet und den Meistern folgten die Schüler. Sie sind alle fort und er hat die magischen Felder verändert, sodass ausschließlich wir sie nutzen können. Eine eisige Faust packt dein Herz. Unvorstellbar. Es ist doch unmöglich, dass nur noch ein einziger Magus übrig ist und der nicht gegen, sondern für das tote Land kämpft. Oh Leute, alle Magier sollen tot sein, außer der große Böse. Oh, oh, oh. Wer bist du und was tust du hier? Warum schnüffelst du in Lord Ionans Studierzimmer herum? Was suchst du? Ich suche nach Artefakten, von denen Lord Ionan in Purista behauptete, er habe sie in einem Schrank vergessen. Und nach Büchern, die aus Grünhain entwendet wurden. Ich schätze, ihr seid die Zwerge, die die Bücher stahlen? Was will dein Meister mit den Artefakten und den Büchern? Ich weiß es nicht. Er befiehlt, wir gehorchen. Er wird sehr ungehalten sein. Ich habe zwar einen Sack im Schrank gefunden, doch darin befanden sich nicht die richtigen Gegenstände. Ich habe genug von deinen Lügen. Sie leben! Lord Ionan entkam und hat seine Schüler, Frala und die anderen um sich geschart, um Nordon zu bekämpfen. Pah! Der Krieg war vorbei, bevor ihr merktet, dass er begann. Nordon kann nicht aufgehalten werden. Er ist auf dem Weg hierher und er wird euch... Bla bla, wir brechen sofort auf. Der Rat der Zwerge muss umgehend informiert werden. Ich gehe nirgendwo hin. Ich muss meine Freunde finden und ich werde... Orks, viele. Oh, Leute. Orks und zwar viele. Das hört sich gut an. Wir in den Kampf starten. Bin unterwegs. Und Attacke. So.
Du haust gleich einmal dazu. Hm? Du haust auch dazu. Dann machen wir erstmal die ersten fertig und machst das gleich. Sehr schön. Oh. Bam, einer weniger. So, gucken wir mal, wo sind sie? Zu einfach. Zack. Zack, und jetzt geht's hier ab. Was sollen die Orks denn? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Und weiter. Zack. Und jetzt? Zoom. Wo ist der nächste? Abscheuliche Kreatur. Oh, Entschuldigung, Boindal. Bam, einer weniger. Und weiter. Zack. Und kommt vielleicht auch gleich noch der Alp dazu. So. Was denn? Komm her. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ich hab nur ein Gewehr. Abscheuliche Kreatur. Und jetzt? 23 müssen wir töten, also der immer 4. Sehr gerne. Das ist zu einfach. Hm? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Zack. Zu einfach. Es sind zu viele. Der Nebeneingang in der Werkstatt. Das ist unsere einzige Chance. Okay. Mhm. Dann wollen wir mal. So gut wie erledigt. Hier kommt ein Ende. Ja? Umgewehrt. Was ist? Ja. Na, los jetzt. So gut wie erledigt. Los, Jungs, lauft. Ja. Bin unterwegs. Sehr gerne. Und jetzt? Ja. Bam, einer weniger. Auf den Weg. Sofort. Ich bin noch hier. Einverstanden. Und nun? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Er hat sich ja kaum gewehrt. Zu einfach. So schnell bin ich mal ich. Was haben wir denn jetzt hier? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Hm? Wo ist der nächste? Und weiter. Sofort. So gut wie erledigt. Schuss, das ist Pech für dich. So, muss man halt, ich weiß nicht, wie hier noch weiter schmetzeln müssen. Einer weniger. Drei Helden gerettet, habe ich doch. So. Was denn? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So. Angriff. Ja? Sehr gerne. Und weiter. Was ist? Ich weiß gar nicht. Bin unterwegs. Jetzt haben wir so schon fast alle getötet. Hm? Sofort. Hier kommt ein Ende. Und jetzt? Jetzt haben wir nicht alle gerettet. Jetzt wieder ein. Das ist aber gerade sehr komisch. Abscheuliche Kreatur. So, komm, ich töte mal auch noch. So, komm her, Tungdil. Einer weniger. Jetzt haben wir's. Sehr schön. Ach, wir mussten sie doch alle töten. Sehr schön. Ah, Levelaufstieg? Nein. Anstürmen. Anstürmen immer. So, weiter. Oh, ein paar Essensvorräte. Eine Perle, die ist sehr schön. Und dann geht's direkt weiter. Oh, unserem Fabius, wenn wir den Gerüchten trauen dürfen, ist tot. Nur noch ein Magier und der kämpft gegen uns. Wer soll es denn mit der Magie aufnehmen, wenn es keinen mehr gibt? Oh Mann. Verflucht. Die ersten 20 gehören mir. Ihr seid weit gekommen, doch noch weiter kommt ihr nicht.
Gebt mir die Artefakte und die Bücher, die ihr in Grünhain gestohlen habt. Danach seid ihr frei. Okay, Leute. Okay. Was hat es sich mit den Artefakten und Büchern auf sich? Was hat es mit den Artefakten und den Büchern auf sich? Sie sind mein Eigentum, also bin ich gekommen, um sie zu holen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Wenn ihr meinen Rucksack wollt, ist das Grund genug für mich, ihn euch nicht zu geben. Ich brauche deine Einwilligung nicht. Verwahre den Rucksack. Lässt du ihn dir abnehmen, wird es dein Tod sein. Was habt ihr mit den anderen Magi gemacht? Euer Famulus hat uns eine Lügengeschichte aufgetischt. Ihr hättet sie und ihre Famuli in Porista bezwungen und ermordet. Ich habe getan, was getan werden musste, um das geborgene Land zu schützen. Ich wünschte, es hätte eine andere Lösung gegeben, aber sie hätten das nie verstanden. Spielen dir deine Augen einen Streich oder siehst du kurz echtes Bedauern auf dem aufgeblähten Gesicht des Magus? Kehrt in euer Reich zurück, Zwerge, und richtet eurem König aus, dass ich sein Land benötige. Er kann es mir überlassen, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wird. Oder aber meine Truppen und Verbündeten nehmen es sich mit Gewalt. Den da könnt ihr mitnehmen. Ich habe keine Verwendung für ihn. Unbesiegbarer Zauberer, Mann. Seht! Leute. Überlasst sie mir. Tötet die Zwerge. Okay. Der Rucksack. Die Artefakte. Da ist der Ork mit dem Rucksack. Schnappen wir ihn uns. Dann wollen wir mal. So. Du machst das. Und jetzt? Du machst das. Was ist? Und du machst das. Chancenlos. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. In Ordnung. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. In Ordnung. So. Tungdil, du bist an ihn dran. Zack. Was ist? Zu einfach. So. Du machst einfach nix. Was denn? Du machst das. Schluss damit. Ja? Komm durch jetzt. So gut wie erledigt. In Ordnung. Und ich habe nicht mal ernst gemacht. Oh, wer kämpft denn eigentlich für uns? Was denn? Schon fast da. Tomil, komm her. Wo ist der Nächste? Sofort. Auf so, den Weg. Wo ist er? Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn mit dem Sack? Da unten ist er. Einverstanden. Sofort. Zu einfach. So, Tungli, jetzt hast du ihn. Einverstanden. Einer weniger. Chancenlos. Ich habe den Rucksack. Zu einfach. Nichts wie weg hier. Über... Sofort. So, Tungi, dann kommen wir zu den anderen.
Wo seid ihr? Was für eine Zeit. Gut wie erledigt. Hier kommt dein Freund. Über welche Brücke müssen wir fliehen? Über die Brücke bestimmt. So gut wie erledigt. Ja, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen hier mal ein bisschen schnetzeln. Du machst das. Und jetzt? Du machst das. Ja. Ja. Sofort da. So, es dürfen sich keine Feinde in der Nähe befinden, okay. Ja? Einer unterwegs. Hier kommt dein Ende. Sehr schön. Ich zwieh weg hier. Fliehen? Wir sollten weiterkämpfen. Wir würden sterben. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Nord-On sich wie... Er ist mächtiger als selbst das tote Land. Aber hier drin steckt der Schlüssel zu seiner Vernichtung. Kehren wir zu den Zweiten zurück und berichten ihnen, was der Magus vorhat. In der Festung Ogatod sind wir sicher und können einen Plan schmieden. Wenn wir sie erreichen, Nord-On wird alles tun, um uns aufzuhalten. Soll es doch versuchen! Sehr schön, Leute. Aber wer hat denn da mit Magie um sich geschossen? Das würde mich viel mehr interessieren. Was haben wir denn hier? Sturmangriff? Schwinger. Ja, schwingen können wir mit dem. Oh, ein bisschen Geld hat es gebracht. Moment. Ja. Ja, das war aber mal ein Kampf, ey, gegen eine Ork-Horde. Gegen den Farmlos. Magi, wo wir jetzt schon dachten, er ist tot. Er es aber gar nicht ist. Aber ich speichere jetzt mal. Speichern. So, wo müssen wir denn hin? Wo ist das? Oh, da unten. Das ist aber ein langer Weg. Ha, das war ein Spaß. Was machen wir als nächstes? Boindils Blick fällt auf dich und das Funkeln in seinen Augen erlischt. Ach, tut mir leid, Gelehrter. Es tut uns beiden sehr leid, was hier geschehen ist, Tungdil. Er hat es mir gesagt, Sintoras. Ich habe mir eingeredet, dass... Du schluckst, drehst dich von deinen Freunden weg. Oh. Was passiert jetzt? Haben sie uns schon erwischt? Das ist denn hier eine große Herausforderung. Haltet mir den Rücken frei. Keine gute Idee, wenn du leben willst, Zwerg. Du hast eine ziemlich große Klappe für jemanden, der wie ein Mädchen klingt. Ihr seid Andokai, die man die Stürmische nennt, nicht wahr? Ganz recht. Und du bist Tungdil, Lot Ionans Mündel. Okay. Ehrenwerte Maga, was ist mit Lord Ionan? Lebt er noch? Andokai sieht dich schweigend an und langsam schleichen sich Schmerz und Wut in ihr Antlitz. Er ist tot, Tungdil. So wie Myra, Turgor und Sabora. Nord-On hat sie alle getötet, um den Rat der Magi auszulöschen. Die Gewissheit schmerzt und es kommt dir vor, als hätte jemand etwas aus deinem Inneren herausgerissen. Den Meistern folgten die besten Schüler ins Verderben. Und nun ist er der unangefochtene Magus im geborgenen Land. Oh, was ist denn hier? Ihr wart es, die ihn mit Blitzen attackiert hat, nicht wahr? Konntet ihr mehr ausrichten als wir? Andokai schüttelt den Kopf. Er hat allem getrotzt, was ich ihm bieten konnte. Mein gesamtes Können, nutzlos. Ich spürte schnell, dass er mir überlegen war. Aber ich wollte euch etwas Zeit verschaffen. Warum könnt ihr noch Magie nutzen? Nord-Ons Famulus meinte, er hätte die Magiefelder verändert. Doch ihr scheint sie noch nutzen zu können. Andokai lächelt. Ich bin nicht ganz so freundlich, wie die anderen Magi es gewesen sind. Mein Gott Samusin ist der Gott des Ausgleichs. Er liebt die Dunkelheit ebenso wie das Licht. Daher kann ich beides nutzen. Meine Kräfte sind aber nicht grenzenlos. Es fällt mir schwerer, die veränderte Magie zu speichern und zu nutzen.
Wir sollten Kämpfen aus dem Weg gehen, wenn es möglich ist. Was ist mit eurem Begleiter? Er wirkt sehr ruhig. Euer Begleiter, möchte er sich nicht setzen oder sich vorstellen? Ja, hey, du da oben! Hörst du uns überhaupt mit dem Eimer auf dem Kopf? Jerun ist stumm und er wird euch nichts tun, solange ich es ihm nicht befehle. Und du immer schön höflich zu ihm bist, Zwerg. Boindil scheint seine Chancen gegen die beiden kurz abzuwägen. Ich entscheide, wann ich höflich bin. Kommt mir einfach nicht in die Quere und die Orks gehören mir. Was genau ist mit dem Rat passiert? Was ist passiert? Wie konnte er den Rat der Magi besiegen? Nudin rief uns unter dem Vorwand nach Purista, die Barriere gegen das tote Land zu stärken. Stattdessen bemächtigte er sich mit einem Trick einem Großteil unserer Kräfte und griff uns an. Ich streckte ihn mit einem Schwertstoß nieder, aber er stand wieder auf und durchbohrte mich mit seinem Stab. Danach nahm ich nur noch Geräusche wahr. Kampf, Zerstörung, Todesschreie. Wie konntet ihr überleben? Jerun. Nudin vergaß wohl, dass ich ihn mit nach Purista gebracht hatte. Er fand mich, versorgte meine Wunden und brachte mich aus der Stadt, bis ich genug Kraft gesammelt hatte, um mich selbst zu heilen. Und Lord Ionan? Als Jerun mich wegbrachte, war er zu Stein erstarrt. Eine Statue. Meines Wissens nach ist der Zauber nicht umkehrbar. Du nickst langsam. Zu mehr reicht deine Kraft in diesem Augenblick nicht. Was habt ihr nun vor? Was wollt ihr nun tun? Von hier fortgehen. Ich bin nicht so töricht zu denken, ich könnte das tote Land oder Not-On aufhalten. Warum sollte ich hierbleiben? Töricht nicht, aber feige! Ha! Ihr seid auf dem Weg ins Reich der Zweiten, nicht wahr? Dann werde ich euch begleiten und das geborgene Land durch die hohe Pforte verlassen. Not-On wird uns Schlimmeres als nur Orks auf den Hals hetzen. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. Die Maga nickt zufrieden. Dann schaut sie nachdenklich auf deinen Rucksack. Dein Rucksack? Warum wollte Not-On ihn haben? Ich sollte Goren, einem Famulus Lord Ionans, einige Gegenstände bringen. Er wurde in Grünhain von einer Albin ermordet. Neben seiner Leiche lagen einige Bücher, die er Togo dem Schönen schicken wollte. Darf ich sie sehen? Du nickst, holst die Bücher aus deinem Rucksack und reichst sie an Dokai. Sie geht den Brief und die Bücher nacheinander durch, ohne dass sich eine Regung auf ihrem Antlitz widerspiegelt. Schließlich klappt sie das letzte Buch wieder zu. Ist das alles? Es handelt sich um Geschichten und Reiseberichte aus dem jenseitigen Land, die über legendäre Geschöpfe und Mythen berichten. Ich weiß nicht, warum Not-On daran gelegen sein sollte. Er hat dafür ein Dorf vernichtet und den Stollen. Es muss etwas in den Büchern stehen, das wichtig für ihn ist. Möglich. Ich werde die Bücher studieren. Lasst uns jetzt schlafen. Jerun kann Wache halten. Wir werden noch immer verfolgt. Tja, wenn man auch so ein großes Feuer hat, das sieht man ja auch meilenweit. Oh, oh, jetzt haben wir auch eine Magierin, die auf der Flucht ist. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt eine Doppelfolge wieder rausgemacht für die Special-Spezial-Weihnachtswoche. Ich hoffe, euch hat diese längere Let's Play gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Jahr wieder einschaltet, weil das ist dann der Dienstag, das ist der 1. Januar, wo dann wieder die Zwerge rauskommen, ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen da, einen Kommentar, vielleicht auch ein Abo, Feedback, würde mich alles freuen. Und ich muss so sagen, ich bin in den Let's Play ein bisschen stiller, weil die viel reden und ich möchte nicht einmal so zwischenreden. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Rutsch, falls ihr nur dieses Let's Play guckt. Einen schönen Rutsch und wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss.